So Leute, wir sind wieder da mit mehr Folgen von Stardew Valley im Multiplayer mit Suki und The Vardrug, wie ihr das da unten seht. Ja, hallo. Pause rausnehmen und wir können das Spiel fortsetzen. Oh Gott, so viel Zeug. Gamepad disconnected. Warum? Ich habe kein Gamepad. Wetterbericht wollte ich nicht gucken, aber morgen wird es klar und sonnig sein. Gut zu wissen. Königin der Soßen. Ja, ich muss woanders gucken. Preisebeersüßigkeit. Das klingt eigentlich ziemlich lecker. Der Händler ist in der Stadt, da werde ich gleich nochmal nachgucken gehen. Oh ja, hier gibt es die tolle Müllkiste, wo man einfach alles reinschmeißen kann. Ah, die müssen wir uns auf der Farm auch einführen. Ja. Was nehmen wir denn mit zum Essen? Na, wir nehmen mal die mit. So, da wir noch so viel Zeit haben, gehe ich erstmal zum Händler unten gucken. Und dann möchte ich weiter in der Skeleton Cave, da Skull Cavern. In der Schädelhöhle heißt sie. Um dort so weit wie möglich runterzukommen bei dem Glück. Oh, du warst heute schon gucken? Ja. Ist nichts dabei, ne? Ich weiß nicht, ob davon was willst. Ein paar abgefahrene Sachen dabei. Hartholz. Ich nehme es Hartholz, Höhlenkarotte, Meerrettich, Hartholzzaun. Nee, sind keine verrückten Sachen dabei. Was? Bei mir waren Stingerkarpfen dabei, eine Kaffeebohne für 10, ein Supermeal. Der Stingerkarpfen ist wahrscheinlich der Skorpionkarpfen, der ist bei mir auch dabei, aber Kaffeebohnen ist bei mir nicht dabei. Bei mir ist eine Kaffeebohne für 100 Credits drin gewesen, 100 Geld. Okay, normalerweise ist das immer gleich, dachte ich. Vielleicht ein neues Update. Es ist ein neues Update rausgekommen, aber ich habe noch nicht in die Patch Notes geguckt. Das kann sein, denn dann könnte Suki vielleicht auch mal gucken, weil vielleicht hat Suki da ein Obst da. Okay. Mach ich. Sehr gut. Ihr müsst mir nur 500 übrig lassen, damit ich in die Wüste fahren kann. Kannst du Pam nicht mit irgendwas bestechen? Bier oder so? Nicht gut als Busfahrerin, aber gut. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, also gehen wir ganz kurz in den Steinbruch, gucken, ob es da irgendwas Cooles gibt. Nee. Das ist es mir nicht wert. Wir haben 120 Goldbarren. No, das läuft doch. Das wären 30 Iridiumbarren. Ja, ist gar nicht so. Wir könnten mir 6 Sachen upgraden. Warum ist mein Ton so laut? Ich weiß nicht. Aber 6 Iridiumbarren ist. 30 Iridiumbarren ist tatsächlich nicht so viel. Wenn ich überlege, wenn wir die Skull Cavern. Damit könnten wir. Da könnten wir 6 Sachen upgraden mit. Ja. Ich wollte die Skull Cavern Elevator Mod mir noch holen. Ich hab sie, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich sie habe. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob so ein Multiplayer dann überhaupt funktioniert. Nee. Weiß ich auch nicht. Wenn du sie hast, aber wenn, dann wirkt sie sowieso nur bei dir. Weil ich habe noch nicht mal mein Smarty gehabt. Also doch, sie funktioniert. Das weiß ich, weil wir die auf unserem Server auch haben, auf unserer Farm. Sie funktioniert auf jeden Fall. Aber sie wird immer nur pro Person die Ebenen gezählt. Ja. Das heißt, wenn du jetzt auf Ebene 30 bist und ich noch nie drin war, ist bei mir die auch noch nicht freigeschalten. Ja, das dachte ich mir schon. Damit komme ich noch klar, aber Hi. Hi. Sie wird halt bei mir nicht angezeigt, wenn du sie hast und ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob sie dann überhaupt angezeigt wird, weil ich habe sie als Host normalerweise. Eben. Dort gehabt. Na, die Frage ist, hat Suki sie? Nein. Aber du kannst sie trotzdem nutzen, wenn er sie als Host hat. Ich hab nicht drauf geachtet, ob ich es kann. Na, aber Mafia hat doch gesagt, dass es nur pro Person gezählt wird. Wir waren beide drin, sie war auf einer tieferen Ebene und ich bin halt nochmal rausgegangen, um was zu essen zu holen, wieder reingegangen. Ich weiß nicht, ob Suki die. Hast du geguckt, ob das Ding überhaupt da ist? Na, wahrscheinlich. Ich glaube, ich hatte geguckt und bei mir war nichts. Wahrscheinlich hat sie die Mod gar nicht. Richtig, ich hab die Mod nicht. Und deswegen war das. Aber trotzdem funktionieren. Ne, deswegen zählt es nur für deine Ebenen und nicht ihre. Ja. Wenn ihr weiß, dass das Spiel da nicht abfragt dagegen, dass man quasi einfach random einfach runterdroppt. So. Oh, da ist eine. Das wollte ich noch gar nicht. Tatsächlich, ausnahmsweise wollte ich die Leiter mal noch nicht finden, aber
Ich werde mich nicht beschweren. Was? Achso, ich hab den Rucksack noch gar nicht. Ich würde sagen, warum ist mein Inventar schon voll? Stimmt, du hast immer noch nicht den letzten Rucksack. Nein, wir haben ja kein Geld dafür. Okay. Aber anscheinend haben wir eine Menge Zeug schon abgegeben im Museum. Dann verkaufe ich das jetzt alles weg. Kennt. Nein. Ich bin. Was tust du? Ich bin gestorben. Warum? Weil ich bewusstlos geschlagen wurde, weil ich das mit Absicht mache, mache ich jetzt gerne. Achso, mach mal nicht. Warum liege ich neben dem Bett? Weißt du, er hat hier Betten? Nein, ich wache neben dem Bett auf. Du hast nicht genug bezahlt, du bist nicht privatversichert. Ich habe gerade 1000 Gold dafür ausgegeben. Ja, du bist nicht privatversichert. Bist ja, du auch versichert? Ich bin privatversichert, deswegen musst du alles selbst zahlen. Das war's mit meinem Tag in der Mine da unten. Ja. Das hat sich ja voll nicht gelohnt. So. Leute, ihr merkt also, ich bin schon wieder richtig gut dabei heute. Ja, wir haben auf unserer Farm heute schon wieder eine Prismatik-Schad gefunden. Ja, finde lieber hier prismatische Scherben. Das war die sechste. Warum gibst du dir hier auf unserem Spielstand nicht so viel Mühe? Ja, weil ich auf dem Spielstand hier sowieso noch bis jetzt noch nie in der Mine war groß. Ja. Daran liegt's nämlich. Ich hoffe, die nächsten Tage ist nochmal irgendwo gutes Glückswetter. Ja, Leute, Glückswetter. So sieht nämlich aus. Glück ist doch auch nur ein Wetter. Natürlich. Regen, Sonne, Glück. Aber ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man richtig viel Pech hat in der Mine, kriegt man öfter mal Prismatic Chaos. Ja, voll das Pech. Ist bei dir so. Also ich vertraue dem Glück an Glücksmeter nicht mehr. So, ich habe also die ganzen Geoden hier durchs Mal aufgebrochen. Ich hätte gerne eine prismatische Scherbe. Die können wir dann dem Museum spenden. Nein, ich würde mir das Schwert holen. Dann können wir uns auch Schwerter kaufen. Wirklich? Jetzt schließt er von mir ab? Ach, komm schon, Clint. Moment, jetzt schließt Clint schon ab? Ja. Macht er nicht erst 17 Uhr zu? 16 Uhr. Clint macht 16 Uhr zu. Immer schon. Achso, und du warst noch bei Clint drin. Was? Nein, ich war im Museum zwischendurch, weil mein Inventar wieder voll war. Aber ich habe sowieso schon alles. Ich wollte eigentlich nur die Steine dort verkaufen. Aber das ist sowieso egal, weil ich die Steine auch in die Verkaufskiste schmeißen kann. Ja, wenn wir heute das Geld nicht mehr brauchen, ja. Das... So viel Geld ist halt auch nicht, dass es sich jetzt lohnen würde. Aber 4 Iridium Erz wieder. Das ist gut. Wir haben jetzt 8. Immerhin noch ein Iridium mehr. Ja. 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 Einfach ja. Das ist komisch. 40 Erfahrungspunkte für den Aquamarin. Ja, das hätte ich dir sagen können. Ich weiß, das hast du neulich schon gesagt. Ich habe mich nur wieder gefreut. Ach so. Weil ich fast an den an Stufe 9 dran bin. Was kann ich jetzt machen? Ich weiß nicht warum, aber diese Musik erinnert mich einfach so unglaublich an alte Spiele. So aus der Super Nintendo oder Game Boy Color Ära. Vielleicht noch Game Boy Advance. Das hört mich vielleicht nicht direkt von den Hühnerstatue! Haben wir die schon abgegeben?
Ja, na das klar. Ist, klar, wir haben ja Hühnerstatuen hier überall rumstehen. Wenn wir alles so viel hätten wie Hühnerstatuen, du. Prismatic Shard, so viel wie Hühnerstatuen. Ich habe gesehen, wenn man hellgrüne Tapete kriegt, die hat die gleiche ID wie ein Prismatic Shard. Damit kann man das Schwert freischalten. Ernsthaft? Ja. Das wusste ich noch nicht. Was ich wusste ist, da müssen wir uns doch nur den Katalog holen. Ja. Für 30.000. Der kostet 30.000. Ja, eben. Das also ich weiß nicht, ob das gefixt wird oder so. Du kannst rausfinden, welche ID die Dinger haben. Wenn du nämlich die Tapete nimmst und auf einen Tisch legst, dann sieht sie so aus wie das Item, was die ID hat. Okay. Ich weiß, dass irgendein Stuhl auch die gleiche ID hat wie ein Fisch. Irgendein Stuhl, den man im Museum kriegt, konnte ich mal als Fisch abgeben. Im Bundle. Und ich weiß, dass die Sterntapete die gleiche ID hat wie das Dinosaurier-Ei. Okay, ja, Fackeln! Ja! Ich glaube, ich sollte es heute noch schaffen, auf Stufe 9 zu kommen. Ja, geschafft. Ach stimmt, du kannst doch gar kein Iridium bauen. Ich glaube, jetzt kann ich Iridium bauen. Ja, auf Stufe 9 geht's. Ich habe nochmal nachgeguckt bei meinem Spielstand. Als ich das letzte Mal gesagt habe, dass es nicht ging, da hatte ich noch Stufe 9. Dass es auf Stufe 10 erst geht, da hatte ich erst schon Stufe 9 und du weißt schon. Ich weiß schon. Na. So, was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg? Gut. So. Auf nach Hause und noch ein bisschen einsortieren. Nicht in die Stadt, sondern zur Bushaltestelle. Und dann sollte ich doch jetzt gleich. Kann ich das jetzt schon? Sieht man das schon? Nee, kriege ich erst morgen freigeschalten. Okay. Das heißt, wir können endlich Sprinkler bauen. Ja, richtige Sprinkler. Eben. Das ist die einzige, die man braucht. Es ist sowieso Frühling nächsten Tag. Stimmt. Das heißt, wir müssen alle zur Feldarbeit antreten. Ja, morgen alle Yay. Zur Feldarbeit angetreten, das stimmt. Ich hätte nicht den ganzen Käse verkaufen sollen. Naja. Das kommt noch da rein. Auf den Käse. Eben. So, jetzt werden wir erstmal wieder unsere ganzen Edelsteine sammeln, weil jetzt haben wir erstmal genug Geld und dann irgendwann verkaufen mit genug Profit. Haben wir genug Erdbeer-Seeds übrigens? Wir haben ein paar. Ich sag dir gleich, wie viele wir haben. Du könntest auch einfach schlafen gehen. Das könnte ich, aber ich bin gerade am Einräumen. Okay. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Ich vermisse meine Kiste da oben. Die Brennkiste. Die Schmiedekiste? Ja. Ja, aber da war halt nicht genug Platz für die Öfen. Eben. Und sobald wir alle drei Pferde haben, geht's mir so richtig los. Ui. Ja. So, ich sollte mich jetzt beeilen, ist schon 12. Ja, du brauchst alle Energie, die du kriegen kannst morgen. Ja, ich krieg genug Energie. Hast du eigentlich auch abgegradetes Werkzeug? Ich hab das schon wieder vergessen. Ich hab die Hacke auf der ersten Stufe. Oh. Und die Gießkanne hoffentlich. Die Gießkanne ist auf Gold. Gut. So, Leute. Gleich geht's schlafen. Schlafen. Na, ich laufe jetzt einfach zu dem Haus da. Und schlafe jetzt einfach hier. Zack, so. Puh. Wie lange habt ihr jetzt wach im Bett gelegen, so? Ganz schön. Ja, ein paar Stunden. Okay. Das ist das kommt durch die Hitze, da kann man nicht so leicht einschlafen. Ach, wir haben schon Sachen gemacht, die uns da ein bisschen beschäftigen. Lass mich raten, ihr habt Splatoon gespielt. Ja, ja, genau. Oh Gott. Im Fernsehen kommt nichts. Oh Gott, Katzi! Ja, bla bla bla, Kent ist wieder da.
I can't. Ciao, can't. Wieso bin ich jetzt hier oben? Der Preis für Rohmaterial ist gestiegen. Okay. Ich baue mal ganz schnell eine Herstellung. Wie viel brauchen wir hier? Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Ich bin ein bisschen ausgerastet mit dem Feld. Nee, das Feld ist gut. Die Frage ist nur, wo sind unsere Batterien? Da sind unsere Batterien. Wir können nur 15 machen. Verdammt, wir haben eine Batterie zu wenig. Das war vorher schon klar. Ja. Und dass halt im Winter kein Gewitter mehr kommt, das war ja auch klar. So, dann baue ich jetzt mal ganz schnell 15 Iridium-Sprinkler. Und setze die mal eben. Du wolltest auf die normalen Sprinkler, wolltest du die Kaffeebohnen bauen, ne? Ja. Ich guck das gleich, wie ich das mache. Okay. Wir können das auch gleich ein bisschen durcheinander machen, das ist nicht so schlimm. Also halt, dass wir ja irgendwie ein großes Feld für eine Sache haben oder so, aber so dann die kleineren Felder können wir auch nebeneinander. So, da ist eine zu wenig. Das ist in Ordnung. Wir müssen unbedingt die Hacken aufwerten. Ja, das sollten wir gleich machen, wenn wir heute damit fertig sind hier. Du könntest einfach, Fox, du könntest einfach drüben das andere große Feld schon machen. Ich glaube, das ist hier schon im Griff. Okay. Energie! Oh, ich brauche Energie! Was? Ach, notfalls sollten wir genug Baumsamen haben. Wir haben da oben noch genug Essen für uns. Das muss ja alles noch gegossen werden. Naja, wir müssen es nicht unbedingt gießen, dann wird es morgen erst gegossen, das ist in Ordnung. Das ist uns ein Tag, der uns verloren geht, das macht nicht viel aus. Das könnte bei Erdbeeren schon eine ganze Ernte sein. Nee, die haben am Ende des Monats, glaube ich, 2 Tage, die sie nichts tragen. Ach so, und dann. Ach, dieses Gehacke hier. So Leute, jetzt habt ihr den spannendsten Teil. Ich dachte, der spannendste Teil ist, wenn du dann irgendwann dein Angellevel hochtreibst. Nee, den treibe ich nicht so hoch. Also man sieht, in der Maus kommt man einiges schneller voran. Naja, ich weiß nicht, ob das so viel schneller ist mit meinem Level gerade, also mit der ersten Hack-Upgrade. Ich weiß nur, dass es... Oh, ich habe Eis bekommen. Dankeschön. Ich weiß nur, dass es energiesparender ist. Weil ich habe fast nichts meiner Energie verloren. Ja, ich bin fast pleite. Und Suki ist schon wieder am Knabbern. Richtig. Ja, ich muss auch gleich. Ja, ist ja gleich Mittagsessenszeit, ne? Könntest du aber quer hacken. Könnte ich. So, Da haut sie sich eine Riegelreihe nach dem anderen. Oh je, ich hab nur noch 3 Energie. Ich leg hier noch was anderes hoch, was auch relativ viel... Wo war die Essenskiste? Warte, kannst du... Da ist die Essenskiste. Ja, ich wollte noch das Unkraut wegmachen. So. Kekse! Hier ist die Kekse. Kaffeebohnen, Pastinaken, Erdbeeren sind 16, das sind 2x8, das ist in Ordnung. Die uralte Saat, haben wir ein bisschen was. So. Haben wir noch irgendwo... Dünger? Bestimmt. Wenn nicht, kannst du einfach in der Fischkiste unten Zeug holen und noch mehr machen. Selbst sollten wir auch genug haben, ja, oder? Ich würde tatsächlich erstmal Quality-Dünger machen. Ich würde nur Quality-Dünger. Ne, wir haben noch anderen, aber ich würde hauptsächlich Quality-Dünger einfach machen jetzt. Halt.
ja, hier, den Rest des Grundstücks machen wir später sauber. Ja, ich habe mich jetzt auch nicht um die Tiere gekümmert, weil die müssen einfach mal einen Tag ohne auskommen. So, Qualitätsdünger. Oh, wir haben sehr viel Fisch. Ja, eben. War ja auch das ganze, Suki war ja auch den ganzen Winter fleißig, die Crabpots leeren. Ja. Welches Fishing-Level hast du jetzt, Suki? Moment. 5. Ja, los ich doch. Ich will nichts sagen, aber wir haben weniger, weniger Sap als Fisch gehabt. Ja, wir müssen eine Baumfarm anlegen jetzt so. Ja, wir haben noch 66 Flusskrebse übrig. Aber wir brauchen noch mehr Fische jetzt. Wir brauchen ja für den nächsten Frühling ja auch dann wieder. Ne, für den nächsten Frühling, für den Sommer meinst du? Für die nächste Jahreszeit meine ich. So, Moment. Ist ja blöd. Knabber, knabber. Stehe ich im Weg? Nee. Vielleicht doch. Leer? Was? Was so? Warum? Danke. Was? Habe ich jetzt gerade einfach den Müsli-Ringel gegeben? Ja, hast du. Ich meine, nicht so geplant, aber bitteschön. Ich hoffe, er schmeckt. Jetzt mit dir, der wird schmecken. Keine Ahnung, wie lange schon in der Kiste lag. Hier kommt jetzt erstmal das da rein. Wir brauchen mehr Crabpots, wenn wir noch die Felder noch vergrößern wollen. Ne, müssen wir nicht unbedingt, weil ich bin ab irgendeinem Punkt bin ich dann dabei, einfach den Quality-Dünger zu kaufen. Das lohnt sich trotzdem noch. Gieß mal die da drüben erstmal noch nicht, die großen Felder in der Mitte, Marfi. Warum? Weil ich nicht weiß, ob wir so viele Seeds haben. Okay. So, wir haben nämlich gerade mal hierfür für die Hälfte genug Seeds für Dings gehabt. Ich würde dir sagen, wir hätten noch was kaufen können heute, aber bist du nicht hingegangen. Es ist so ein ganzes Feld voller Parsnips, also voller Pastinaken. Ja. Ach, was mache ich denn? Ja, die müssen wir ein bisschen gehen. Hier mache ich Bohnen rein, nicht Bohnen, Kaffeebohnen. Wolltest du nicht mal einen kleinen machen, damit wir die einfach stehen lassen können? Die können wir auch stehen lassen. Ja, wir machen ein großes Kaffeebohnenfeld und pflanzen das immer nach. Und die brauchen wir auch nicht düngen, weil das macht nicht so viel Unterschied bei den Kaffeebohnen. Ja, da wir die ja sowieso zum Vermehren erst benutzen, macht das nicht viel Unterschied aus. Na, selbst wenn nicht, wenn wir können uns eine riesen Kaffeefarm basteln. So, mehr Kaffee haben wir gerade nicht. Dann wird auch nicht mehr gegossen. Und die Erdbeeren kommen da oben hin. Genau, zwei so Sachen mit Erdbeeren. Da haben wir die Erdbeeren. So, dann haben wir sehr viele Parsnips. Suki so, ganz schön Reihe für Reihe, nicht so Chaos, wo ich gerade stehe und gegossen. Ja. Suki ist halt effizient und du bist halt chaotisch. Das ist doch in Ordnung. So haben wir alle unsere eigene persönliche Art zu gießen. Ich hätte euch übrigens eine Goldkanne geben können, ne? Sag uns jetzt, wo wir fertig sind. Ich wollte es nur mal anmerken. Wie viele Erdbeeren hast du noch? Erdbeeren gar nicht mehr. Ich pflanze schon Pastinaken. Wie viele Pastinaken hast du denn noch? 5, 4. Okay, also lohnt es sich nicht, noch weiter zu gießen. Nee, ich habe noch anderes Zeug dann, was ich mache, aber. Wir brauchen Grasstarter, Ox. Ja, dann kannst du morgen gerne kaufen. So, das hier erstmal alles.
Bisher auf keine Krähen getroffen, das ist in Ordnung. Ja, auch wenn sie schlafen will, melken kann ich sie noch. Auch wenn ich sie nicht mehr petten kann. So. Kartoffeln. Kartoffeln hast du auch noch? Ich hab noch viel. Also können wir doch noch alles gießen. Ich weiß nicht, ob wir noch so viel gießen müssen, aber so, hier kommt einfach eine Blume rein. So, nee, ich hab nicht mehr. Jetzt habe ich nicht mehr so viel. Es reicht, ihr müsst nicht mehr. Ja, aber wenigstens noch, dass es schön aussieht. So, hier kommt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommt hier drüben die anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommen die Ancient Fruit rein. Ui, ich bin fertig. Da habe ich 9, okay. Das hätte ich noch anders machen können. Ich kann das nicht kaputt hauen. Tut. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Notenblock an der Stelle. Ja. Der heißt ja Flötenblock, ne? Flutblock, ja. So, wir haben sehr viel angepflanzt. Keiner hat den Diamanten daraus genommen, das ist nicht so schlimm. Das hat, glaube ich, keine Zeit gehabt. Wir mussten so viel gießen und hacken. Aber viel mehr ist nicht mehr machbar am Feld am ersten Tag. Nee, selbst zu dritt nicht. Also, wenn wir alle noch besseres Equipment hätten, dann wäre noch ein bisschen was machbar. Ja gut, stimmt. Aber wir haben ja auch alle das Farming-Level noch nicht. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt dran mit Ernten erstmal, oder? Du bist dran mit Ernten, ja. Ja, aber ich denke mal auch nicht, dass ich das ganze Jahr brauche. Ich muss nebenbei noch Kirscheis essen, das schmilzt sonst. Ja, ja. War das der zweite Tag? Nee, das war der zweite jetzt Tag. Der zweite Tag, genau. Ach so. Sorry, Leute. Mir wurde Kirscheis einfach so hingestellt. Und das fängt an zu schmelzen. Die Folge beenden und dann. Genau, die Folge ist nämlich heute zu Ende. Und wir sehen uns morgen zum lustigen Nicht-Gießen. Aber wir werden mal gucken, dass wir all unser Geld noch in noch mehr Saatgut investieren, um noch mehr Pflanzen anzupflanzen. Yay! Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.